So, Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Das sage ich mir jeden Morgen. Und dann ist der Tag eigentlich auch ein guter Tag. Zumindest der Start ist ein guter Start am frühen Morgen. Aber nicht nur Kaffee ist wichtig, also für mich, sondern auch Licht. Und klar, sobald das Licht durchs Fenster scheint, sollte man aufstehen, wenn man nicht schon früh aufgestanden ist, um den Tag zu beginnen, um seine Arbeiten zu erledigen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass es vielleicht den ganzen Tag irgendwie stockduster ist für einen. Und dann benötigt man so oder so Licht, um beispielsweise von zu Hause aus zu arbeiten oder auch im Büro. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du zu Hause arbeitest und deine Fotos und Videos gerne an deinem Windows-Rechner oder an deinem Apple-Rechner bearbeitest. Und du brauchst Licht. Eigentlich den ganzen Tag. Und wenn du nur das Licht von draußen, also das Available Light, nutzt, dann ändert sich das ja von Stunde zu Stunde. Es wird mal heller, mal dunkler, am Ende ganz dunkel, je nachdem, zu welcher Zeit man jetzt seine Fotos und Videos bearbeitet. Dann wahrscheinlich der Gedanke, okay, ich stelle mir doch einfach eine Tischlampe auf, mache das Licht an und kann die ganze Zeit wunderbar arbeiten. Ja und nein. Der springende Punkt ist, es würde wahrscheinlich auch schon reichen, wenn du einfach nur das Bildschirmlicht ausnutzt, um deine Bilder zu bearbeiten. Aber von Zeit zu Zeit, also je nachdem, wie das Licht gerade fällt, müsste man rein theoretisch den Monitor auch stetig nachkalibrieren, um am Ende die Farben zu bekommen, die die Farben auch haben sollen. Bei der Tischlampe, die ja quasi warmes Licht ausstrahlt, also meistens warmes Licht, müsste man dann den Monitor so kalibrieren, dass dann die Farben am Ende auch so rüberkommen, dass du beim warmen Licht die Farben so siehst, wie sie sein sollten. Klar, ist auch kein Thema, aber gehst du dann beispielsweise an dein Fenster und begutachtest das Bild, dann können die Farben dann auch schon wieder ein bisschen anders aussehen. Deshalb muss ich gestehen, finde ich den Ansatz von BenQ gar nicht so verkehrt bzw. gar nicht so schlecht. Die Screenbar, die du hier siehst, hat alles in einem. Also Tageslicht und warmes Licht. Du kannst also vom kalten ins warme Licht gehen, während du an deinem PC oder iMac oder MacBook oder Laptop oder wie auch immer arbeitest. Und kannst dabei selbst entscheiden, welche Temperatur du gerne haben willst und das durchgehend, 24/7, wenn du das möchtest. Die Screenbar braucht beispielsweise keine Steckdose, sondern nur einen USB-Port. Das heißt, also du kannst sie direkt an deinen PC, Laptop, iMac oder wie auch immer anschließen. Drückst dann einfach nur den Anknopf und schon erleuchtet sie deinen Arbeitsplatz. Gut, das ist jetzt hier gerade ein bisschen schwierig, aber wie gerade schon erwähnt, müssen wir jetzt nochmal den Platz wechseln bzw. die Location, damit du nochmal genau siehst, wie die Screenbar im Dunkeln funktioniert und dass die Screenbar keine Spiegelung auf deinem Bildschirm abwirft vom Licht her. Von daher, und schon sind wir bei der anderen Location, um dir zu zeigen, dass die Screenbar auch auf einem iMac wunderbar Platz findet und selbstverständlich keine Spiegelung auf dem Display entsteht. Wobei, jetzt habe ich die Screenbar natürlich vergessen. Also nochmal kurz zurück zur anderen Location. Wir haben natürlich die Screenbar vergessen, die sollten wir natürlich mitnehmen. Mit der Screenbar jetzt wirklich an einer anderen Location, um dir selbstverständlich nochmal zu zeigen, dass das Ganze auch wirklich sehr, sehr gut an einen iMac passt. Du nichts ranschrauben musst, gar nichts irgendwie in dieser Art zu erledigen hast. Einfach nur die Bar raufsetzen, dann per USB-Kabel mit einem USB-Port verbinden und schon leuchtet sie oder leuchtet sie auch nicht. Okay, du kriegst hier zu wenig Saft. Das ist schon mal nicht so gut. So sollte das natürlich nicht laufen. Das heißt also, wir setzen die Screenbar einfach hinten an den iMac ran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So sollte das nicht ablaufen. Aber auch das kann natürlich passieren, wenn die Screenbar zu wenig Saft bekommt. So, wie du siehst, leuchtet hier ziemlich viel auf diesen Schreibtisch nun aus. Das heißt also, vor der Kamera ist Licht, da ist Licht,
da ist Licht. Wie ich auch nochmal in die Richtung zeige, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber so ist es halt. Du siehst die verschiedenen Temperaturen, aber auch das zeige ich dir gleich nochmal anders, indem ich nämlich ganz, ganz einfach jetzt sofort die drei Lichter ausmache, damit du siehst, wie das Ganze aussehen soll. Tada! So muss es aussehen, wenn nur die Screen war und der Display an sind. Heißt also, du hast wunderbares Licht. Dieses Licht füllt wirklich meinen gesamten Schreibtisch aus. Also mehr kann ich einfach nicht wollen. Das ist einfach krass. Also ich brauche keine extra Tischlampe oder sonstiges, sondern einfach nur das Licht. Und ich könnte sogar noch ein bisschen hin und her swipen, wie du siehst, direkt aufs Display oder halt dann wirklich mehr auf dem Tisch. Wenn wir das jetzt einfach mal so machen, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so gut rüberkommt, aber es gibt auf jeden Fall eine geringe Lichtspiegelung, die sehr, sehr klein gehalten ist, wenn wir die Screenbar jetzt aber wieder normal drehen und am besten einfach mal bei der Temperatur das Licht verändern, dann siehst du schon zwischendurch, es ist kalt und jetzt wird es langsam warm. Warmes Licht. Das können wir jetzt auch nochmal steuern in der Helligkeit. Könntest ein bisschen dimmen. Es ist ein bisschen dunkler und selbstverständlich auch noch mal ein bisschen heller machen. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr grandios, kann man dazu sagen. Ich meine, schlussendlich brauchst du nur einen USB-Port an deinem iMac, PC, Laptop, MacBook, was auch immer. Und schon hast du Licht für deinen Schreibtisch und für die Arbeit, um Fotos und Videos zu bearbeiten. Ich stelle es nochmal kurz auf Auto, damit du auch nochmal siehst, wie sich das automatisch anpasst. Zack! Und das ist es. Aber schlussendlich muss ich noch dazu sagen, das ist nicht alles, was man mit dieser Screenbar machen kann. Eine letzte Geschichte zeige ich dir jetzt. Ja, irgendwie bin ich gerade so ein bisschen mit Star Wars Fieber, könnte man gerade sagen. Schlussendlich ist es natürlich kein Laserschwert. Aber du siehst schon, dass die Screenbar nicht nur als wunderbares Dauerlicht für Foto- und Videobearbeitung an deinem PC, iMac, MacBook, wie auch immer, zum Tragen kommen kann, sondern auch in anderen Fällen. Und genau das meinte ich damit, das ist nicht das Einzige bzw. das Letzte, was du mit der Screenbar machen kannst. Du benötigst auf jeden Fall dafür eine Powerbank, natürlich das USB-Kabel, welches du mit der Powerbank und dem Screenbarchen verbindest, dann merkst du schon, es gibt gut Saft, aber das ist nicht das, was es jetzt eigentlich ausmachen soll, denn schlussendlich könntest du dieses Licht als Videolicht nutzen und das siehst du jetzt, genau jetzt siehst du die Screenbar als Dauerlicht. Klar, es leuchtet gerade nicht allzu viel aus, aber für bestimmte Lichtsituationen kannst du die Screenbar auf jeden Fall auch als Dauerlicht nutzen und selbst dann ist dies noch nicht die letzte Funktion, die du nutzen kannst. Denn ich habe noch ein weiteres Beispiel und da denkst du dir so, das ist gar keine so schlechte Idee und diese Idee siehst du jetzt. Du siehst also, die Screenbar ist nicht nur gut, um die Ausleuchtung seines Schreibtisches / seines Displays wunderbar auszunutzen und damit Fotos und Videos zu bearbeiten. Nein, du kannst die Screenbar auch für deine Videos nutzen, als Dauerlampe oder aber halt für Langzeitbelichtung, um richtig krasse Bilder zu erstellen. Gut, die Bilder, die ich dir jetzt gezeigt habe, die waren jetzt nicht so oberkrass, aber sie sollten einfach auch nur das widerspiegeln, was du mit dieser Screenbar alles machen kannst. Am Ende liegt es an dir, ob du diese Screenbar überhaupt benutzen willst, sei es für Foto- und Videobearbeitung zu Hause, an deinem Mac, an deinem PC, wie auch immer, oder halt als Dauerleuchte, um deine Videos zu produzieren, oder vielleicht doch als Langzeitbelichtungslicht, um am Ende coole Effekte in deine Fotos mit einzubauen. Alles liegt an dir. Du musst entscheiden, ob du wirklich eine Tischlampe für diesen Gebrauch nötig hast.
Sollte dir dieses Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teile das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was man alles so mit dieser Screenbar anstellen kann, dass sie halt nicht nur auf einem PC tätig werden muss, sondern auch noch zwei, drei andere arbeitstechnische Dinge erledigen kann. Dann gibt es hier irgendwo zwei weitere Videos. Auch da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.